Das ist kein Turnier-Match. Okay, Beißel gegen Coach zum Bash. Und das war eine kranke Offstage-Aktion von Beißel, aber ich prophezeie, dass Beißel super krank wird. Er hat tatsächlich nicht so viel Training gehabt, wie wir zum Beispiel, obwohl er auch aus Lübeck kommt, weil er keine Zeit hatte leider. Und das war der Down Smash und Beißel führt mit 2 Stocks. Natürlich altbekannter Duckin' Man. Der Spam ist auf jeden Fall real, alles hat weniger Lag gefühlt. Die Dose, die springt auf jeden Fall anders in einem anderen Winkel jetzt mittlerweile, die springt weiter weg. Und landet nicht so nah vor ihm, wenn er sie das erste Mal benutzt, was, wie ich finde, und Beißel, glaube ich, auch ein Nerf sein könnte, gewissermaßen. Aber die Dose auf jeden Fall trotzdem gut, man kann jetzt in der Luft hitten. Und Beißel macht es gerade ganz gut, wie immer, er kämmt den Gegner aus, hat die Dose getroffen, macht die Backe. Coach hat einfach echt Probleme, weiter ranzukommen. Es ist wie immer mit Duck Hunt, und Beißel spielt aber auch echt nicht schlecht gerade. Schön Pelsch und ein Airdodge, das ist aber nicht der Tod. Das ist der Tod für den Coach. Sehr geil, ne? Das nicht geil war. Nicht verkommen, aber. Oh. Ich hab die Dose in der Luft geschlagen. Ja, in der Luft. Nein, aber es ist geil, weil die Äste aufgeladen hat. Das ist Dose dabei, Mann. Digga, das war so heftig. Ja, Mann. Okay, das ist 1-0 für Beißelinho. Er sagt es mir fucking Suchti. Okay. Coach zu dem Bash. Ja, er hat nicht mit uns gespielt, weil er keine Zeit hat. Er war nicht einmal. Ich hatte das noch nicht gegen ihn gespielt, Coach. Du spielst vor ihm. Obwohl ich jeden Tag sonst mit ihm spiele. Aber jetzt. Oh, krankes Urteil von Coach. Aber er hat. Nein. Okay. Geht mal cool, ja. Normal, das ist ein wunderbarer Charles. Hm? Ja, normal. Zeig dir später, wie ich rappe. Auf jeden Fall ist das zweite Match auf Battlefield. Beißes Lieblingsstage, meine Lieblingsstage, Karls Lieblingsstage. Alle sind glücklich. Aber die Dose, wie ihr gerade gesehen habt, springt halt echt höher als in Smash 4 noch. Die wäre sonst nicht so oben gelandet, sondern wäre unten gelandet. Und es ist Shiggy gegen Duck Hunt auf Battlefield. Das ist ein erheblich besserer Start für Coach als eben. Gefühlt combot Coach die Gegner mit Shiggy offstage und wechselt dann zu Bisaknoss. Um eventuell eine Downer zu landen oder mit Backhead Gimpen vielleicht. Auch der F-Smash am Rand ist ziemlich safe, wenn man den laden kann, weil er eine super große Range hat einfach. Und jetzt Glurak zum Killen und vor allem auch zum Leben. Aber wenn Beißel das gut macht, ist Glurak, finde ich, ein gefundenes Fressen für Duck Hunt. Das war ein Paradebeispiel dafür, dass die Dose. Wow! Das war ja geil. Oh, er ist tot. Das war der Running Downfield von Beißel. Er trifft die Dose nicht. Die Dose bewegt sich nicht. Und das ist der Dosentod für Shiggy. Hätte er da vielleicht gewechselt, hätte er das überlebt. Ah, Coach wird schon heraus, wie der Charakter gut spielen wird. Er ist auf jeden Fall überzeugt von dem, genauso wie ich. Gewechselt. Ich gerade noch einen Jump, was ziemlich gut ist. Das ist der Nerd zu Grab. Shiggy, um Duck Hunt eventuell zu gimpen, weil Duck Hunt hat nach wie vor eine Recovery, die sehr abusable ist, wie ich finde. Er kann zwar jetzt
draus acten mit den Special Moves oder einem Air Dodge, aber. An sich ist sie schon noch. Halt, Darkhand Abi. Eine schlechte K-Rule Abi. Und das ist die Upsmash in die Dose. Coach macht das aber gut mit Shiggy. Er wechselt zu Bisaknoss. Plötzlich ein ganz anderes Game. Er wechselt zu Glurak und das ist die Fair. Wow, das war schnell gewechselt. Schlau gemacht. Das ist die Nair Offstage. Interessant. Und das Air Dodge beißt dann an die Edge ran, obwohl er es noch nie gespielt hat. Und das ist der Gunman, der nicht trifft, warum auch immer. Das war sehr seltsam gerade. Das ist die Backhand, das ist auf jeden Fall auf der Tod. Und der direkte Switch auf Shiggy, ich weiß nicht ganz genau, wie man das macht, weil in einer Safe passiert sowas. Ich kann mir das aber schon vorstellen, weil man mit Shiggy relativ gut weglaufen kann. Achso, musst du spielen? Nee, musst du. Sicher? Ja, ja. Ja, genau, gut. Leonardo DiCaprio, aka Cobra DiCaprio, Cobra, setz dich zu mir. Er hat voll jetzt wenig. Länger, wenn man Headset an- und ausmacht, also müsste man zwei Mal auf jeder Switch. Das ist okay, finde ich, für Zukunft, dass man das macht. Das dauert nicht lange, ein OB zu drücken, meine Schwester. Mhm. Ja, ja. Okay, hallo Leute, wir sind hier wieder zu zweit am Commentary. Ja. Yeah. Und Coach Bass vs. Spicel ist immer noch in der ersten Runde. Nein, das ist 1-0 für Spicel schon. Ach was, wow, okay. Ziemlich sicheres 1-0, muss ich auch sagen. Er spielt sehr gut mit Duck Hunt. Muss ich mir gleich mal angucken, bisher habe ich noch nicht einen. Ah, das ist toll, ey, oh mein Gott. Dumm, richtig dumm. Und Coach freut sich, ich freue mich auch, obwohl ich eigentlich. Aber es ist das 1-1, das wird tatsächlich spannend. Ja, ich habe eben noch zwei Sets gewonnen. Aha, zwei? Oh, ja, und ein Set, ne? Ich, ganz im Ernst, Smash Ultimate ist viel härter für die Pumpe. Ich hatte eben. Für die Pumpe, für das Herz. Ich habe eben mit einem Stock die ganze Zeit geführt in dem Match. Dann hat er Levi Comeback gemacht. Er hatte 160%. Ich dachte mit Rob so, ach, ich grab ihn einfach und er ist tot. Ja. Mein Rob ist vielleicht mein bester Char hier. Irgendwie, weiß ich nicht. Der hat halt Moves, die man spammen kann, ohne dass man gepunished wird. Und ich hatte 160. Er hatte 160, hatte 0. Pikachu. Und er hat auf einmal die übelste Combo bei mir gemacht. Die ich die ganze Zeit verprügelt. Und dann hatte ich so ungefähr 90, er trifft mich mit einem F-Smash. Ich, oh shit, diese Animation kommt, ich denke mir, nein, das habe ich noch verloren. Habe ich nicht. Gerade noch so gelebt. Dann, bei 150 habe ich dann, er grabbt mich, Backthrow, kommt wieder die Animation, ich bin wieder am Leben. Junge. Und dann noch gewonnen, aber Junge, Junge. So, wir gehen jetzt hier in Match Nummer 3, das letzte Match. Ich denke, dass Smash wie Millie entwickeln wird, einfach so ein bisschen. Wird super schnell, wird so viele Kombos da sind. Ich glaube halt auch, also für den ersten Tag ist das schon ziemlich. Oh mein Gott, kombolastig. Das ist das für eine Kombo, oh mein Gott, was war das denn? Ach, egal, das war crazy. Das war einfach gut da rein. Oh mein Gott. Das hier, Beisels Day. Wow! Ah! Alter, niemals! Beisels Day One. Day One Duck Hunt, Alter. Ich mag zwar Pokémon-Trainer als Duck Hunt, aber oh mein Gott. Das war Hype. Und hier zeigt sich direkt mal wieder, Smash 4 ist immer noch präsent so ein bisschen, im Geiste. Kann man noch so ein bisschen Smash 4 spielen. Man muss sich natürlich verändern, aber bisher reicht's. Oh! Ja, Darkhand kommt ja doch aus Smash 4 und Philipp Mantin da. Ich hab grad schon erwähnt, dass die Dose ganz anders fliegt mittlerweile. Springt am Anfang weiter weg, was nicht so gut ist, finde ich. Ja. Die bounced mehr. Ja, man kann besser drunter durchlaufen, ne? Ja. Oh, und der Down Smash? Der Random Down Smash. Oh! Gut, er schafft's. Endlich mal. Chatblock! Und das ist Hype, das ist Hype. Oh, Side B to Side B. Oh mein Gott! Was geht mit diesem Duck Hunt? Das war die zweite Kombination in diesem Match. Das habe ich schon letztens auf Twitter gesehen. Twitter? Ja, ich habe das auch gesehen, die Endpunkt-Kombo, ne? Praktisch. Ja. Von Ozone, ja. Ja, nicht schlecht. Duck Hunt ist auf jeden Fall nicht mehr das stärkste Upsmash im Spiel gewesen. Das war. Von wem? Ein Bisaknoss gerade, Upsmash. Das war Upsmash? Das war Up-Air. Ja, nicht vom Boden, ne? Das ist das Gleiche von Dingern. Ach so, okay. Mhm. Alter, okay, das ist Hype. Zwei Stock zu einem. Das sieht sehr gut aus für Beißel momentan. Aber ich habe auch schon gesehen, dass. Coach macht das gut mit Pokémon, finde ich bisher. Genau. Der spielt ihn schlau. Coach der denkt auch sehr gut dabei. Spielt. Ich finde auch, dass er ziemlich gut spielt. Oh, sehr schön. Okay. Oh.
Was soll ich jetzt sagen? Weil da kann es auf jeden Fall nicht mehr der Char, der bei 180 immer noch überhaupt nicht killen kann, sondern ja, er kann der Char, der wohl kommen kann und killen kann und weniger Lag auf allen Sachen hat. Ja. Jetzt sind sowas wie Projektile, in die du kombon kannst, echt wichtig. Oh, niemals. Oh, der killt ihn ja wirklich. Der killt ihn ja wirklich. Und drei unglaubliche Kills hier. Was geht? Holy moly.